und gehen da rein. Huch. Oh. Habe ich irgendwie erwartet, aber wir haben 75. Wo kriegen wir die alle her? Haben die Dings die gerade auch verloren, die Sins? Wo habe ich denn schon 75 Dinger her, ey? Aber ich finde es cool, dass wir hier durch diese... Ich sag ja, wir müssen ja irgendwie, die müssen sich hier irgendwo durchgebuddelt haben. Und das hier ist so der Tunnel, wo sie angefangen haben zu buddeln. Das sind wahrscheinlich noch alte CIT-Sachen. Und irgendwo ist das CIT bestimmt zusammengekracht oder so, unten im Keller. Jetzt kommen wir bei Biowissenschaft raus. Das muss ja irgendwie zusammenhängen. Voll cool. Gefällt mir bisher am besten von der Mission. Vom Bügeleisen. Und jetzt müssen wir hier durch. Das wird ein Spaß. Bin ich hier dran? Die Jahre im Verborgenen. Angst vor jedem Schritt. Misstrauisch gegenüber jedem Fremden. Und jetzt sind ich seh dich. Bereit, dem Teufel persönlich gegenüberzutreten. Oh, hoffentlich kommen die Affen raus. Ich würde das voll feiern. Oh, hast du mich erschrocken? Du bist unbewaffnet. Ich kämpfe nicht gegen dich. Die will mich hauen, ne? Auf nimmer Wiedersehen. Arbeitet zusammen, Leute. Ist da jemand anwesend? Gefahr ist vorüber. Feinde! Was? Was war das? Da kommt Ärger! Oh! Oh! Primärsensor kritisch beschädigt. Erfasse Ziel. Ich werde angegriffen. Ja, ach. Treffer L. Gefahr ist vorüber. So. Hi. Was war das? Einfach alles durchmetzeln. Besser kannst du nicht mehr werden. So, hier müssen wir, glaube ich, raus. Oder? Verlauf nicht gerade. Wie viel Schaden die mir machen, das ist gerade echt ekelhaft. So. Hilfe! Erdbeer! Ich war das nicht. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Oh, fuck. Leute, mein Problem. Hallo Z1, lass die nicht mit uns erwischen. Wissenschaftlerin hat ja keinen Schlüssel. Bewegung entdeckt. Er auch nicht. Seltsam. Hallo? Moment, wir müssen anders laufen. Okay, hier kann, das ist aber bestimmt wieder eine Abstellkammer. Komme ich doch bestimmt wieder nicht durch. Wie schön. Ja, natürlich. Oh, ist hier ein Schlüssel versteckt? Hm, überaktive Sensoren, mehr nicht. Hier lang. Oh nee, das ist auch falsch. Wobei? Kommt ihr mit? Ihr kommt mit. Pass auf, ich soll da lang, okay. Also, du bist kein Idiot. Man kann hier ja auch lang und wir kommen dann woanders raus. Aber der Weg war eigentlich anderer. Ein anderer. Hier war die. Und hier ging es ja auch lang. Da sind sie doch. Ei. Alter, sind hier viele. Alter, sind hier viele. Aber die mit dem Helm bitte zuerst machen, die sind immer am gefährlichsten. So, und auf den. So, und dann gehen wir mal aufs Gaussgewehr. Au. Au. Ja. So. Du hast ihn getötet. Sind die jetzt böse auf mich? Das wäre voll lustig. Erbärmlich. Gorilla, tatsächlich. Kommt ihr raus? Oder? Aber.
Fände ich voll krass, wenn die jetzt rauskommen. Sie sind böse auf mich. Sagen wir es mal so. Was? Sind nicht erwischt? Oh, die kommen raus. Oh, sind die kleinen. Synthetisches Gorilla-Fleisch. Cool, dass sie raus können. Finde ich fett. Das zeigt, dass sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben und die nicht nur da sind, um angeguckt zu werden. Kann ich da jetzt auch rein? Oh, konnte man da die ganze Zeit rein? War das gar keine Scheibe? Doch, hier ist so eine Scheibe, oder? Ach, die ist hochgefahren. Ah, okay. So, warte mal. Jetzt mal die ganze Munition mitnehmen. So. Waffen haben wir schon. Aber cool. Cool, dass man gegen die kämpfen konnte. Wiederhole mich, aber es ist cool. Die Kalami am Start. Ich hab den Schlüssel nicht. Ah, das ist die Tür, wo wir gerade raus wollten wahrscheinlich. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir in der Mitte vom... von der Kacke, die dampft. Sie werden nun terminiert. Hey, da draußen ist was. Sie werden nun terminiert. Ach, das ist Liam. Oh. Oh fuck, die Runner. Irgendwas macht dir richtig böse Schaden und das ist uncool. Wir nehmen die Emma. XPN 20A, wer ist das denn? Den haben wir ja noch nie gesehen. Ach, legendärer ist mutiert, ja, okay. Ja, ich auch. Ich deine Rüstung, die ist cool. Ah, nicht die ganze Rüstung, aber. Rebellen sind. Hä? So. Ah doch, ist alles abgesperrt. Ist auch ein Rebellen-Zint? Okay. Boah, ich bin gerade überfordert. Hier ist viel zu viel los. Wir können ja Folgendes tun. So. Alle Feinde wegmachen. Aber hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Wenn du mich hören kannst. Ich habe den Grundriss gefunden. Abteilung Fortschrittliche Systeme. Da ist der Reaktor und da müsst ihr hin. Das weiß ich doch. Die Tür ist verriegelt und ich kann sie von hier aus nicht öffnen. Der Befehl muss vom persönlichen Terminal des Direktors kommen. Alles klar? Den Teil musst du übernehmen. Mhm. Muss ich hier hoch? Dass ich der Direktor bin, ne? Ne? Ist das schon unten? Ah. Das Evakuierungsteam soll sich beeilen. Wir müssen jeden unserer Leute raus. Ah, ich fahr mal runter. Wenn ein Mensch nicht aktiv feindselig ist, schickt ihn in den Transmitterraum. Je weniger Gewalt angewendet wird, desto besser. Ich darf mal runterfahren. Jetzt kommt Vater und will mit mir reden. Oder? So,
das ein Aufzug? Okay, ist ein Aufzug. Jetzt fahre ich wieder hoch. Und gleich kommt Vater. Also, Sean. Ist das der? Das ist... Ah. Ach, lol. Er liegt da. Ich hatte nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Du hast mich getäuscht. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass du auf unserer Seite bist. Tja. Tut mir leid, dass es so kommen musste, Sean. Es tut dir leid? So leid ja wohl nicht, wenn du hier bist und es durchziehst. Es reicht nicht, dass ich im Sterben liege. Jetzt willst du auch noch alles zerstören? Dann sag's mir, mit welchem hehren Vorwand rechtfertigst du diese Gräueltat? Es dient dem Allgemeinwohl. Das Commonwealth muss selbst über sein Schicksal entscheiden dürfen. Erspar mir das. Du hast Zeit dort oben verbracht. Du weißt so gut wie ich, dass die Oberfläche verlogen ist. Aber das ist jetzt wohl egal. Du hast erreicht, was du wolltest. Und die größte Chance der Menschheit vernichtet. Stellt sich nur noch die Frage, warum du noch wartest. Schuldgefühle? Oder möchtest du deinen Sieg genießen? Hm. Wenn du mir hilfst, sterben weniger Leute, Sean. Also. Ich habe mit dem, was du tust, nichts zu tun. Jetzt geh. Lass mich allein. Tja. Überbrückung Master Sicherheitsabriegelung. Direktorzugriff Synth-Abschaltung. Oh, dann sehe ich jetzt schon kommen. Oh ja! Zugang gewährt. Jetzt solltest du zum Reaktor kommen können. Wir kommen massenweise Synths durch. Schau. Aber wir verschwinden nicht ohne euch. Ja, einfach. Es gibt nichts weiter zu sagen. Hm. Warte. Wir sehen uns in der Hölle. Zusammen mit dem Rest des Commonwealth. Dafür hast du gesorgt. Kann man ihn erschießen? Den eigenen Sohn? Fuck, das geht wirklich. Das will ich aber nicht. Dass das geht, ey. Man kann seinen eigenen Sohn erschießen. Na, ich gehe einfach und lass ihn sterben. Ich kann ja jetzt wieder, Moment. Durch die Türen gehen, oder? Hallo, Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Primärsensor kritisch beschädigt. Durch meine Waffe ganz schön wenig Schaden. Frag mich warum. Vorher hat man die auch mal so gut kaputt gekriegt. Immer mal die Erlöse. Arbeitet zusammen, Leute. So, lass da rein. Ich find's krass, dass man schon erschießen kann. Dass er sich überhaupt gar nicht dagegen... Ja. Die wollen nie einfach nur reden. Seien Sie gewarnt, ich kann... Immer da? Kopfwunde.
Systeme offline. Dafür brauchen wir auszulangen. Oh, ist alles kacke so. Alles keine guten Waffen für die Dinger, für die Dudes. Erlöser uncool, Sturmgewehr uncool. Irgendwie, Strahlenwaffen sind ja auch nicht cool, weil die schießen ja selbst mit Strahlenwaffen. Alles sehr uncool. Ich glaube, jetzt kommt die... Jetzt wird sich zeigen. Oh Gott, was ist los? Nicht versagen. Was ist los? Oh Gott. Jetzt wird sich zeigen, ob die Türme kaputt geblieben sind. 10 FPS an der Stelle, was war da los? Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja. Okay, jetzt ist es soweit. Bring die Impulsladung an. Wir geben dir so lange Deckung. Ja, die Türme waren jetzt kaputt, oder? Oh, fuck it. Das ist noch so ein Dude. Dachte, ich hätte was gesehen. Da kommt Ärger. Wo ist der mit der Minigun? Da. Bin getroffen! Ja. Oh. Wo sind sie hin? Ah. Hm, wie machen wir den denn? Mit dem Gaussgewehr am besten, ne? Heute werden wir nicht sterben. Aufpassen! Ich wurde getroffen! Wurde getroffen. Hätte es weglaufen sollen. Ja. Napalm hat er gehabt. Oh, weg hier. Mistkerl. Wie sind denn da? Da ist noch ein legendärer. Da oben sind auch noch welche. Den machen wir mit dem Raketenwerfer. Ah, 2018. Und das machen wir mit der Knarre. So. Mal gucken, was der noch hatte. Ich überladen? Terminal-Passwort, okay. Oh, ich bin überladen. Warum? Hab ich wieder zu viele Institutgewehre mitgenommen? Moment. Ah, die ganzen Waffen sind so schwer, ne? Ja, hier. Napalme einfrierend. Was zur Hölle? Zündrüstung. Hab ich Schrott aufgesammelt? Ja, habe ich. Hier, sowas kann weg. So, dann habe ich wieder 5 Kilo frei. So, Desdemona, ich werde das Ding mal hier unlocken. Reaktorstatus. Reaktorabschaltsequenz. Warte mal. Ja doch, pass auf. Machen wir mal aus. Auf geht's zum Reaktor. Öffnet er sich jetzt? So. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Tom? Desdemona. Zeit, von hier zu verschwinden. Ich will auch. Oh lol. Im Sprung. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind fertig. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Oh, es ist ein Sean. Warum hast du mich Papa genannt? Was? Du bist mein Vater. Warum sollte ich dich sonst so nennen? Wer hat dir erzählt, dass ich dein Vater wäre? Wie meinst du das? Das hat mir niemand erzählt. Das bist du ganz einfach. Da hast du natürlich recht. Ich bin dein Vater. Gut. Ein Augenblick dachte ich, du hättest vergessen, wer ich bin. Und jetzt Beeilung, raus hier. Gut. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Was? Glaubst du mir etwa nicht? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich meine, danke. Und jetzt verschwinden wir von hier.
Tja, wenn wir schon unseren echten Sohn nicht aufziehen konnten, nehmen wir wenigstens den, der ich kümmere mich um nachgebaut wurde. Mach du dich auf den Weg zum Reaktor. Okay, Tom. Dann mal los. Alles klar. Es ist alles soweit, oder? Bist du bereit, von hier zu verschwinden? Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Das Ding wird mich nicht einfach in den Weltraum versetzen oder vaporisieren oder so, oder? Das Baby ist echte Institutstechnik. Echt krasse Scheiße. Es wird funktionieren. Also, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Es wird dich und Des zur Zündungsstelle teleportieren. Danach mich und den Jungen ins Hauptquartier. Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Besorgen ihm auch vernünftige Klamotten. Verschwinden wir, bevor hier das große Feuerwerk losgeht. Alles klar. Gut, Piper. Ich bin drin, Leute. Kommst du? Ah. Und jetzt? Oh. Alles klar. Tschüss, Institut. Es war schön mit dir. Spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit, eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Desdemona. Und so stürzen selbst die Mächtigsten. Dutzende von Jahren, zahllose Opfer. Es hat sich alles ausgezahlt, dank dir. Deacon meinte, das wäre von Anfang an sein Plan gewesen. Jetzt, wo das Institut Geschichte ist, was wird da aus der Railroad? In früheren Tagen, als wir alten Hasen davon geträumt haben, wie das Leben ohne das Institut wohl wäre, wurde uns schon bewusst, dass unsere Arbeit nicht sofort zu Ende sein würde. Der Hass hat im Commonwealth tiefe Wurzeln geschlagen. Tiefer, als das Institut sich in den Boden gegraben hat. Für die Menschen hier sind die Synths ein Symbol der Unterdrückung durch das Institut. Ich würde verstehen, wenn du erstmal eine wohlverdiente Pause machen willst. Aber
Bist du bereit für die nächste Mission, Silberzunge? Ich bin seit meiner Geburt bereit. Was anderes hatte ich auch nicht erwartet. Unsere Unterschlüpfe werden vor Synths überquellen. Alle auf der Suche nach einem besseren Leben außerhalb des Commonwealths. Nicht jedes Mitglied des Instituts ist tot. Es wäre naiv zu glauben, dass sie nicht zurückschlagen werden. Komm zurück ins Hauptquartier und führe die letzten unserer Leute in die Freiheit. Ihr alle. Wir haben all die Jahre genug deiner Leute gerettet. Du musst nichts sagen. Die werden auch weiterhin beschützt. Sind wir in Sicherheit? Nur weil ihr raus aus dem Institut seid, heißt das nicht, dass ihr auch in Sicherheit seid. Oder dass die Arbeit der Railroad beendet wäre. Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit. Aber gemeinsam schaffen wir es. Okay. Man könnte jetzt also noch Missionen für die Railroad machen. Aber ich denke, das sind so Missionen, wie Pam sie anbietet. Also das Spiel endet ja nicht direkt. Ich wollte einen Skill wählen. Oh, ich habe noch einen. Ja, komm. Und nun? Es ist vollbracht. Ja, das Institut ist kaputt. Kann ich mich noch rein teleportieren? Nee, dooferweise nicht. Wie nah das Institut an Diamond City war. Kann man hier runterspringen? Aber es ist schon cool. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Ist es wirklich vorbei? Du hast es geschafft. Wir haben gewonnen? Es geschafft. Hey. Ist es wirklich vorbei? Haben wir gewonnen? Ja, liebe Leute, wir haben gewonnen. Pass auf, kann ich jetzt... Also ich gehe mal ins Railroad-Haku und möchte mir eine Mission anhören. Ich denke mal, das sind nicht diese... Wir haben die Story beendet. Vor allem, ich muss nochmal ins Haku, weil wegen dem Kind. Das soll ja hier sein. Weißt du noch dieser roter Glanz, Worthy Bird? Tom und die Jungs haben ihn aufgetankt und jetzt steht er für dich bereit. Wirf das hier hoch, dann wirst du abgeholt. Tom wird auch Signalgranaten vorrätig haben. Tüftel Tom sucht nach dir. Okay. Hi. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute gucken mich viel zu lang an. Das mag ich nicht. Hey, Sean. Papa, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Stimmt das? Hast du wirklich das Institut in die Luft gesprengt? Warum denn? Ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Alles in Ordnung, Sean? Tja, sie fehlen mir. Aber wenn dadurch alle anderen in Sicherheit sind, solange du mich nicht verlässt, ist alles okay. Du wirst mich doch nicht verlassen, oder? Oh, Sean. Wohin sollte ich denn gehen? Ich weiß nicht. Du bist beschäftigt und viele Leute brauchen dich. Achte nur darauf, dass du mich nicht vergisst, bevor ich es vergesse. Vater, hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Ich hab's mir nicht angehört, aber ich glaube, es ist wichtig. Okay. Sean's Holoband. Da. Wenn du das hier hörst, sind sämtliche Konflikte zwischen uns beendet. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass du mir den Wunsch erfüllen wirst, den ich gleich äußern werde. Aber ich will es dennoch versuchen. Dieser Cent, dieser Junge, er hat Besseres verdient. Er wurde so programmiert, dass er glaubt, dass er dein Sohn ist. Ich hoffe, dass du ihn zu dir nehmen wirst. Ich möchte nur, dass du ihm eine Chance gibst. Eine Chance, Teil der Zukunft des Commonwealths zu werden. Wie auch immer die aussehen mag. Das machen wir. Ich habe ihn ja schon mitgenommen. Die anderen haben gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Sie sagen, du kannst nicht getötet werden. Du wirst immer zu mir zurückkommen. Willst du von hier weg, Sean? Irgendwo anders leben. Mit mir zusammen. Oh, ach so, den kann ich jetzt wegschicken. Okay, vielleicht ein andern Mal. Okay, Tüftel Tom ist wo? Also ich könnte Sean jetzt nach Hause schicken, nach Sanctuary, aber der ist hier gerade ganz gut aufgehoben. Wo ist Tüftel Tom? Unglaublich, dass diese Synth-Hasser uns noch auf dem Kicker haben. Wir haben ihnen den Arsch gerettet. Wo ist Tom? Da. Die DIA.
Scheiße, Mann. In dem Versteck, das du gefunden hast, war krasses Hightech. Aber das Beste vom Besten ist das ballistische Polymergewebe. Leicht, starke Schutzwirkung und sieht aus wie normaler Stoff. Ich habe was vorrätig, aber... Oh, das dauert noch. Aber alle möglichen Ideen. Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen Ressourcen an. Wir haben alles verloren, als im Switchboard die Lichter ausgingen. Hoffentlich findet ihr Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ich hab? Zeig mal, was du da hast. Okay. Hier ist mein Angebot. Okay, was hat er denn? Okay, normale Rüstung. Hat er auch Waffen, die irgendwie exorbitant viel kosten? Außer Raketenwerfer, also exorbitant viel, die wirklich viel kosten? Nö, anscheinend nicht. Fusionskernader. Haben wir ja noch nicht genug. Ich könnte ihm das ganze... den ganzen Munitionskram hier wegkaufen. Aber brauche ich nicht. Das Ending finde ich schon mal ganz cool. Wir müssen jetzt aber noch... Ich wünschte, ich hätte meine Mutter kennengelernt. Sie ist gestorben, als ich noch klein war, oder? Das macht mich irgendwie traurig. Wir schicken ihn mal nach Sanctuary. Willst du von mir weg, Sean? Irgendwo anders leben. Mit mir zusammen. Sanctuary Hills. Okay. Du läufst jetzt nicht alleine durchs Ödland, oder? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Nee, also wir könnten jetzt, also das ist das Ending von Railroad. Jetzt gucke ich nochmal, wie Sean da rumrennt. Und nächstes Mal machen wir dann das Bruderschaft-Ending. Und ich glaube, die Minutemen haben auch noch eins. Was aber ungefähr wie die Railroad aussehen wird, nur ohne dieses ganze Instituts, also dieses ganze Sintretten. Ist der jetzt hier? Oder braucht er ein paar Monate? Was ist denn da los? Aufstand? Klar, ich lass für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Ist hier los? Aufstand oder was? Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Oh, ich dachte, da wäre ein Monster drin. Hoffentlich kein Ärger. Die gehen alle pennen gerade. Danke! Endlich kann ich wieder klar denken! Wenn Sean richtig programmiert ist, müsste der jetzt hier sein. Da ist ja sein Kinderzimmer. Wo ist Sean? Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Hier will nur tauschen. Aber Sean ist anscheinend noch nicht hier. Aber der würde jetzt wahrscheinlich dann hier rumrennen. Hey, ich habe ja noch Wackelpuppen zum Hinstellen. Wir gehen mal nach Hause. Das Ending finde ich cool. Ich glaube, hier spiele ich auch weiter. Die Bruderschaft geht mir nicht mehr auf den Sack. Das Institut ist weg. Die Railroad war eigentlich ganz sympathisch, muss man ja sagen. Warte. So. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier. Mein Diverses, wo ist es denn? Ich habe doch noch eine stärke Wackelpuppe. Zack. Sehr schön. So, hier können wir noch Zeug ablagern. Und dann... Ja, ich spiele auf dem Safe, glaube ich, weiter. Aber ich gucke mir die anderen Endings trotzdem noch an. Aber dann kann ich hier weiterspielen. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, weil ich das gerne mal zwischendurch spiele, so Fallout. So ein bisschen. Und dann kann ich das jetzt hier tun. Und das finde ich cool. Ja. Ich verabschiede mich dann. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann das Bruderschaftsending machen. Und danach dann halt das Minuteman-Ending. Ja. Wenn mir davon ein Ending besser gefällt, dann habe ich ein Problem. Wobei ich nicht glaube, dass mir das Bruderschaftsending... Wo steht eigentlich meine pinke Rüstung? Dass mir das Bruderschaftsending besser gefällt. Kann ich ja mal eben zeigen. Die müsste hier stehen. Na, hier. Hat jetzt gerade keinen Helm. Weil der liegt unten in der Kiste. Weil wenn da ein Begleiter einsteigt, zieht er den Helm aus. Weil Begleiter können nicht mit Helm rumlaufen. Ein bisschen doof. Naja. Ich würde sagen...
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Oh Mann, Moment. Wir müssen noch was machen. Das Institut war hier, ne? Ich sag doch noch nicht Tschüss. Wir gucken noch, ob wir die Ruinen da jetzt sehen von. Ob wir da irgendwie jetzt ein riesiges Loch haben oder so. Aber wo war das denn? Oh. War County Crossing schon immer so kaputt? Oder kam das jetzt durch meinen Bumm? Dann weiß ich nicht, ob ich das Ending doch so cool finde. Moment. Moment, County Crossing? Kann aber noch besiedelt werden. Hier sind sogar zwei. Irgendwo. Irgendwo sollen die zwei Siedler sein. Aber egal. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Ah, hier ist Strahlung. Da ist ein Schiff. Warte mal. Das Institut war hier irgendwo. Ich mach mal da mal einen Ort hin. Vielleicht vertue ich mich gerade auch mega. Fall ist es hier gerade sehr neblig, weil hier was explodiert ist. Hä? Nee, hier war das Institut nicht. Moment, hier war das Institut. Da. Da. Das heißt, wir gehen dahin. Voll vertan. Schon, hä? So leer war das doch nicht. Aber ich würde jetzt auch gerne wissen, ob da halt die CIT-Ruinen müssen ja weg sein. Und drumherum muss ja auch ein bisschen kaputt sein. Und da muss es eigentlich, ja, wohl Impuls. Es war ja doch, Strahlung muss auch da sein, weil es ist ja ein Reaktor explodiert im Endeffekt. Irgendwas nicht erforscht ist. Ich erforsche das mal eben. Was ist denn hier nicht erforscht? Ist deiner... Oh, nee. So, hier. Mutanten! Wo ist der? Ja. Das Nukleargewitter kommt übrigens gerade, das ist auch nicht so cool. Ja. Geil. Da ist echt ein Krater. Puh, ich dachte gerade, was passiert denn da? Das war das hier? Man konnte das Gebäude vom Institut aus sehen. Also das da. Ist das hier das Institut gewesen? Nee. Oder doch? Ah doch, das könnte gut sein. Okay. Könnte es sein? Und der nächste Nachruf. Auf was? Worauf schießt du da? Den haben wir es gezeigt. Warum wehren die sich nicht? Hier war das Institut, ja? Bin ich mir gerade sicher. Relativ. Ist doof, dass das Gewitter jetzt kommt, dieses Grüne. Oh, es ist doof, ey. Strahlung, Halleluja, sag ich dazu nur. Moment.
Way, stand back, relax. So. Jetzt ist die Frage, ist das hier, weil... Explosion? Ah, das ist es auf jeden Fall. Also das war vorher nicht. Also ist hier jetzt auch statt den CIT-Ruinen ein riesiges Nix. Finde ich aber cool. Was ich jetzt noch gerne testen wollen würde, dafür speichere ich sogar nochmal. Wir gehen einfach mal rein. Einfach mal gucken. Ob wir irgendwas sehen. Eigentlich nicht, wa? Finde ich schade. Ich hätte mehr Spannung erhofft. Und ich hätte noch gewünscht, dass es hier irgendwie Ruinen des CIT oder so beschrieben wird. Das hätte ich auch noch cool gefunden. Oh, wer war denn hier? Aber ja. Cooles Ending. Oh, als ich aufgeschlagen bin, war erstmal hier Blitzgewitter. Mein Gott, dieses Gewitter, ne? Kann ich da rein? Was ist denn das hier? Ach, Polymer Labs, okay. Naja, ich beende jetzt hier die Session. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich reise mal nach Sanctuary Hills und speichere da, damit ich da sicher bin. Vielleicht ist Sean auch da. Mein Sohn. So haben wir ihn ja wenigstens doch irgendwie gerettet. Beim Institutsending ist er einfach weg. Obwohl... Den da glaube ich auch kriegen, weil den kriegt man am Ending immer. Ich habe das nur noch nicht so weit gehabt, dass ich den bekomme. Ich habe wahrscheinlich zu früh aufgehört. Der gibt einen auch noch eine Waffe. Nicht beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. Was sagst du jetzt? Ich habe doch jetzt, ja egal. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.